Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf gregs-rpgheaven.de. Ich gucke mal kurz aus dem Fenster. Ja, das war die richtige Richtung. An diesem etwas verregneten, zumindest bei mir etwas trüben April-Nachmittag. Aber dieser Podcast soll natürlich dann eure Spirits ein wenig heben und ein wenig Unterhaltung bieten, dass man sich trotz des drögen Wetters nicht so sehr grämen muss. Ich war im Kino. Ja, wer hätte das gedacht? Wenn mal wieder ein großes Ereignis im Kino ansteht, dann versuche ich natürlich da mit dabei zu sein. Ich muss mir nicht jeden Film im Kino angucken, weil viele Sachen, die brauchen ja nicht unbedingt die ganz große Leinwand und den Soundteppich drumherum. Aber wie so viele, wenn mal richtig Bombast angesagt ist, dann will man sich ja auch ein bisschen berauschen lassen, in bildlicher Hinsicht visuell ins Gesicht rein, ein bisschen hier in die Ohren akustisch. Und es war wieder soweit, denn ein neuer Captain America-Film ist in die Kinos gekommen. Captain America, First Avenger, ich komme schon durcheinander mit den ganzen Teilen. Captain America Civil War oder auf Deutsch The First Avenger Civil War. Das war ja irgendwie die komische Geschichte, dass man Captain America hier nicht Captain America im Kino nennen kann, sondern The First Avenger Captain America, weil ansonsten egal. Aber zumindest, ihr wisst, was ich meine, The Captain America. Captain America Civil War ist gerade rausgekommen. Der dritte Teil insgesamt der Captain America Serie, natürlich der 450. Teil gefühlt in der Marvel-Film-Superhelden Reihe, die ja auch noch lange nicht zu Ende ist. Mir schaudert es ein klein bisschen davon, obwohl ich daran natürlich immer wieder Spaß habe, aber diese Liste, die Marvel vor einiger Zeit mal gemacht hat, bis so 2019, 2020 planen die schon den und den und den und den und den und den Film dann rauszubringen und ich hoffe, dass ich dem bis dahin nicht überdrüssig bin. Das Gefühl hatte ich im Vorfeld bei Captain America 3 aber nicht, denn ich mag die Captain America Filme durchaus gerne. Es gab ja auch schon mal einen Gedankensprung zum zweiten Teil und da war ich mehr als positiv angetan, denn im ganzen Superheldenkosmos von Marvel, Captain America hat natürlich seine typischen Superhelden-Eigenschaften. Er ist super stark, er ist super patriotisch. Ist das eine Superhelden-Eigenschaft in Amerika? Wahrscheinlich schon. Und er hat ein ausgeprägtes Rechtsempfinden und er kann richtig gut mit der Hand draufhauen. Also richtig so Faust-Combat, ist richtig angesagt. Der erste Teil, der war ein wirklich ziemlich gelungener Film damals. Also damals, als man noch nicht wirklich garantieren konnte, dass Marvel-Filme zumindest unterhaltsam sind. Ja, da konnte man sagen, oh Gott, das wird ja vielleicht nochmal in die eine oder andere Richtung dann komplett rausschlagen. Aber ich fand den ersten Captain America gut. Der ist ein bisschen anders eben strukturiert worden. Da hat man angefangen mit dem Charakter, der als Hänfling in den, wann war es? Es müssen 30er, 40er Jahre gewesen sein. Es war ja der Zweite Weltkrieg, wo er da aufgetaucht gegen die Nazis gekämpft hat. Genetische Experimente, Steroide reingepumpt und dann wurde er zum Super Captain America, der die Nazis kaputt gehauen hat. Da wurde er eingefroren unter Wasser und ist wieder im Diesseits aufgewacht und jetzt ist er mit den anderen Avengers unterwegs und haut so richtig drauf. Am zweiten Teil fand ich richtig gut, der ja in der aktuellen Zeit gespielt hat, dass er eben wirklich nicht zu 100% auf dieses typische, egal ob es Marvel oder DC oder sonst was ist, in Superheldenfilmen, immer dieses Ultra-CGI-lastige genommen hat. Da gab es auch eine Menge computergeneriertes Zeug und Action, wo alle durch die Luft fliegen und Sachen explodieren und Flugzeugträger runterfallen und whatever. Aber das, was man kennt. Aber was mir am Captain America 2 so gut gefallen hat, war eben, dass es, weil ich Martial Arts und Kampffan bin, Kampfsport, zack, 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 dass da sich richtig faustkampftechnisch auf die Fresse gehauen wurde. Und gerade mit dem Zusatz des Winter Soldiers, ja, der ehemalige Freund Bucky von Captain America, der von den Russen zur Mordmaschine umfunktioniert wurde mit Metallarm. Ey, die haben sich ein paar richtig geile Kämpfe geliefert. Alleine diese Szene auf dem Highway, die habe ich ja auch, als wir im Kino Plus mal drüber geredet haben, zu einer meiner Top 10 Action-Szenen gewählt, weil ich einfach so richtig so Hand-to-Hand-Combat, ne? Es war nicht dann eben, dass es darum ging, wie viele Gebäude explodieren und wie viele gerenderte Figuren schwingen durch die Luft. Wobei, wie schon gesagt, das ist auch Teil der Filme, aber da gab es eben einen schönen Fokus auf diese Hand-to-Hand-Combat-Geschichten. Du hast sogar George St. Pierre, also GSP, einer der erfolgreichsten, beliebtesten MMA-Fighter des letzten Jahrzehnts, der auch dann gegen Captain America, hier Chris Evans, angetreten ist. Und für jemanden, der dann mit den Seagulls und Van Dammes und wie sie alle heißen, aufgewachsen ist, der richtig wirklich, und die Jackie Chans natürlich auch, obwohl ich das nicht gleich auf das ganze Niveau dann heben will. Das war eine positive, angenehme Sache an dem zweiten Captain America und das habe ich mir auch in Richtung erhofft vom dritten Captain America, obwohl ich muss vorne dran sagen, der Film heißt jetzt Captain America Civil War
ist aber im Grunde hätte man den auch Avengers 3 Civil War nennen können oder Iron Man 4 Civil War oder sowas, weil alle spätestens seitdem die Avengers-Filme da sind, da sollten ja diese Einzel-Superheldenfilme dahin liefern, ob du den Thor-Film hast, den Hulk-Film, den Captain America-Film, dass sie dann im Avengers-Film zusammenkommen und alle zusammen agieren. Es gab ja dann noch den zweiten Avengers, Age of Ultron, der mittlerweile ja ein bisschen verschmäht wird, ganz gerne. Also ich hatte den auch mir angeguckt und ich hatte auch ziemlich viel Spaß daran, aber der hat wohl nicht so ganz richtig resoniert mit vielen Leuten, so in der Art, wie der aufgebaut war und wie der Humor verteilt war und so weiter und so fort, dass der heutzutage eher als einer der nicht so tollen gilt. Also zumindest bekomme ich den Eindruck von vielerorts, wenn man im Internet drüber nachschaut, oh, Age of Ultron, der war ja überhaupt nicht gut. Und so weiter, oh, mag ich überhaupt nicht. Aber ich habe den ganz gern geschaut, wobei er natürlich qualitativ nicht ganz an die hohen Standards rangekommen ist. Man ist dabei aber wirklich bei den Marvel-Sachen des öfteren Mal in Richtung fast schon auf Jammern auf hohem Niveau. Dann, wenn nicht dieser Part oder der eine Part an dem Film so stimmt, dass einem das nicht unbedingt gefällt, dann ist man schon gleich ziemlich laut mit der Meinung, die weiterzugeben, aber das ist natürlich alles noch ultra weit, ultronweit entfernt von einem Fantastic Four zum Beispiel, was ja absolute Grütze, unabhängig von Superhelden-Genre und alles gewesen ist. Aber darf man sich eigentlich ganz glücklich schätzen, dass es in der Richtung kommt. Aber was ich meine, dass es auch so sein könnte, Civil War, es steckt ja schon im Namen drin. Civil War, ich bin kein Comic-Fan, ich kenne mich nur ein bisschen damit aus, mit dem, was ich dann gehört habe. Das soll ja eine ganz berühmte Comic-Storyline gewesen sein, wo sich die Superhelden sozusagen auf zwei Lager aufgespalten haben des Marvel-Universums. Dass du auf der einen Seite dann die Leute hast, die sich um Tony Stark, um Iron Man gesammelt haben und auf der anderen Seite die Leute, die sich um Captain America gesammelt haben. Und irgendwie, da könnt ihr mich gerne in den Comments korrigieren und so weiter. Ich will es nur kurz für mein Verständnis da zusammenfassen und für euch auch. Und im Groben sollte es ja stimmen, dass es darum geht, dass aufgrund der ganzen Kollateralschäden, die durch die Superhelden entstehen, die Regierung, Weltregierung sagt, ey Leute, wir müssen euch wirklich, damit das nicht, also ihr könnt euch nicht mehr unter Eigenjustiz dann bewegen, denn wir müssen euch unter irgendeine Legislatur dann stellen und Superhelden müssen registriert werden. Ja, dass also sich jeder dann der Regierung unterwirft, klingt dann wieder gleich so wieder ins Negative gemacht, aber dass quasi die Regierung, die Weltregierung dann nochmal drüber die Hand aufhalten können und dass einfach nicht diese Eigenjustiz, die da passiert und so viel Kollateralschäden, die dabei entstehen, es geht einfach so nicht weiter, obwohl sie natürlich die Welt dann retten, egal welcher Superheld, aber das hat man ja auch dann in den Filmen jetzt ja auch gesehen und das ist die Grundlage, worauf der Film dann diesen Civil War aufbauen will, die Kollateralschäden, dass während ihrer Aktion, obwohl sie versuchen, so viele Menschen zu retten wie möglich, auch Menschen dabei sterben, ne? Und das einfach nicht so das Ding ist, was so im Ansehen der Weltbevölkerung gut ist, dass der fast eigentlich das gleiche Ding, was Batman vs. Superman gemacht hat, was ja auch im ersten Superman, Man of Steel, dann ja sehr häufig passiert ist, dass das Kollateralschäden ohne Ende gab und da viele Leute gestorben sind und deswegen die Grundlage für das Volk gegen Superman im zweiten Teil geschaffen wurde, wobei das ja auch alles dann wieder nichtig geworden ist. Und in den Comics war es zumindest so, dass sich Captain America pro Registrierung dann geäußert hat und gesagt, der ist ja eh immer sehr stark. Captain America sage ich schon, nee, Iron Man, Entschuldigung, kriege ich schon durcheinander. Iron Man, Tony Stark hat gesagt, ich bin pro Regierung, ja, also auch wenn ich eigentlich immer meinen eigenen Kopf habe, aber wir müssen einfach dann uns da nochmal irgendwo dann oder einer anderen Macht dann unterstellen, weil ansonsten können wir so nicht weitermachen und hat entsprechend seine Leute um sich geschart, die dann pro waren und Captain America war dagegen. Ja, weil es dann eine so Einschränkung der eigenen Einschätzung der Situation und sobald man dann irgendjemandem untersteht, ja, der könnte ja auch, man hat ja gesehen, wie korrumpiert die ganzen Regierungen alles gewesen sind, können auf einmal Sachen von denen verlangen, die dann komplett zum Gegenteil ausgenutzt werden. Und dieser Konflikt stand so in den Comics wohl im Mittelpunkt, der natürlich auf die eine oder andere Art gelöst wird. Und hier ist es ähnlich, denn Civil War beginnt quasi mit einem Außeneinsatz der in der Superheldenriege den Avengers. Na, Captain America ist unterwegs, Black Widow ist da, ich weiß gar nicht, war Tony Stark auch in der Ecke? Nee, ich glaube in der Ecke gerade nicht unterwegs, aber und hier Scarlet Witch und so weiter. Die haben einen Außeneinsatz, wo sie Terroristen jagen und während dieses Terroristeneinsatzes, man hat es nicht gewollt, aber es ist passiert, babum. Leute sind tot. Ne? Und das war sozusagen mehr so der nicht der einzige Grund, sondern der letzte Strohhalm,
der dann die Regierung dazu führt, dass du sagst, hey Leute, es gab hier so viele Tote, es gab hier bei dem Vorfall in New York in Avengers 1 so viele Tote, hier in Sokovia, also dem fiktionalen Land, was ja dann quasi dem Erdboden gleichgemacht wurde in Avengers 2, da ist es auch noch viel mehr zu Toten und alles gekommen. Und die Regierung sagt, ihr müsst euch, oder die Weltregierung, die UNO, ja, wir müssen dann irgendwie eine Übereinkunft finden, dass ihr euch quasi dann der Regierung unterstellt, dass ihr die Verträge unterschreibt und dass ihr, damit das Volk sich oder die Weltbevölkerung sich nicht gegen euch wendet, uns quasi auf uns zukommt, ne, und dass wir die Macht und Legislatur über euch haben und ihr nicht mehr auf selbst als Justiz agieren könnt. Und genau das ist eben der Konflikt, so wie es wohl bei den Comics gewesen ist, der dann da spielt, denn Captain America, sage ich immer. Tony Stark, der Iron Man, ist pro Regierung. Captain America, Chris Evans, ja, wie heißt er nochmal? Wer ist Captain America? In echt, scheiße, ich weiß nur Captain America und Chris Evans. Sie nennen wahrscheinlich Captain immer die ganze Zeit, deshalb hört man es so nicht. Captain ist auf der anderen Seite aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, aber auch der Winter Soldier ist noch unterwegs in der Welt. Am Ende vom zweiten Teil, oder zumindest der Verlauf des zweiten Teils, war es ja so, dass die Programmierung, die böse Russen-Hydra-Schieß-mich-tot-Programmierung, die aus dem den ruchlosen Killer gemacht hat, die war zu einem Teil weg irgendwie, ne? Und Bucky ist so in den Untergrund gegangen, um sich selbst zu finden, um da keine Leute mehr umzubringen, weil er hat genug und so weiter davon. Und da war ja auch die Post-Credit-Scene im zweiten Teil, dass er gerade weg ist und sich versucht dann, weil er seine Erinnerungen nicht mehr daran hat, wie es früher war, als noch Captain America der junge Captain war und als sie beide Freunde gewesen sind, unterwegs gewesen sind, versucht sich daran wieder zu erinnern. Aber es wird sozusagen dann der Winter Soldier in diesen Konflikt mit reingeholt, ja, weil es heißt, okay, der Winter Soldier ist schuld an dem und dem und dem, was da passiert, und das passiert quasi parallel oder quasi mit als Grund, ne, warum diese Registrierung dann passieren soll, denn der Winter Soldier soll was ganz, ganz Böses gemacht haben und wir haben Beweise, ja, und wir wollen gerne, dass die Avengers und die Superhelden alle der Regierung unterstellt wird, der Weltregierung, und dann können wir euch losschicken, damit ihr dem Verbrecher und Terroristen, dem Winter Soldier jagt. Und das ist irgendwie, das ist eine schöne differenzierte Sache und das zieht sich auch durch den ganzen Film, diese ganze Differenzierung, weil du kannst wirklich nicht alles schwarz und weiß malen. Das ist so das Beste an gerade dieser Art von Film oder wenn so Marvel- und Superheldenfilme in die Richtung gehen, wenn du klar, zwar klar definierte Heldenrollen an sich hast, aber die aufgeweicht werden. Ja, wenn es dann heißt, aus dem oder dem Grund, okay, der agiert jetzt nicht gerade superheldenhaft, aber ich verstehe, warum diese Person das macht. Ja, weil es einen nachvollziehbaren Grund hat. Und ich verstehe auch, was der Beweggrund hinter der Aktion ist oder wie die Registrierung aussehen soll, auch wenn man als Zuschauer und Comic-Fan und wie man mit den Charakteren dann ab kann, nicht damit überall hineingeht. Verschiedene sinnige Motivationen greifen hier ineinander und das ist eben wirklich das Gute dran, was hier auch dann exemplarisch ziemlich gut in diesem Film funktioniert, dass eben nachvollziehbare Motivationen gezeigt werden auf beiden Lagern, auch auf Lagern der Bösewichte sozusagen, weil man versteht, warum diese Reaktionen passiert sind. Das hast du ja auch nicht immer. Das ist viel wirkt so ein bisschen, auch bei vor allem bei Superheldenfilmen, so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Wir müssen jetzt mit dieser Person so agieren oder die muss sich so verhalten, damit der Film überhaupt funktionieren kann. Und es gab so ein paar Stellen, wo ich zum Beispiel dachte, oh, das ist jetzt vielleicht hier ein bisschen konstruiert und das und das und das und das. Aber wenn sich danach alles, also wenn man am Ende dann nochmal drüber nachdenkt und schaut, okay, die haben aber dadurch, dass dieser Fakt bekannt geworden ist und dadurch, dass das passiert ist, letzten Endes habe ich eigentlich quasi überall nachvollziehbare Motivationen gesehen, die zu vielleicht nicht ganz rationellen Handlungen geführt haben, egal auf welcher Position, aber der Konflikt nicht einfach nur so des Konflikts wegen da gewesen ist. Nur weil einer denkt, ja, ich denke jetzt mal so und dann ist es so, sondern ich denke so, weil das passiert ist oder weil ich so von der Person her bin. Ne? Und diese Bucky-Geschichte eben, dass Captain America gerade, weil es gegen seinen ehemaligen Freund geht und eigentlich die Welt an sich quasi recht hat. Er ist ja ein Massenmörder, ein Werkzeug der Hydra, der russischen Regierung, oder nee, russische Regierung, Hydra sind ja nicht das gleiche, oder nein, sind sie nicht. Aber zumindest die Russen haben ihn umgepolt und Hydra hat ihn damit, oder wie auch immer es auch gewesen ist, zumindest, ja, Captain America weiß natürlich, dass es passiert ist, aber er ist ja geläutert oder halbwegs geläutert und da ist irgendwo noch sein Freund dann innen drin vorhanden, ne?
Und das ist auch einer der primären Gründe eben, warum sich Captain America dagegen stellt und sich auf die andere Seite begibt. Das sozusagen der Konflikt aneinander reibt. Und da möchte ich wirklich herausstellen nochmal, also alle Schauspieler, die hier dabei sind und alle Figuren, liefern echt eine gute Performance ab. Im Speziellen natürlich Chris Evans und Robert Downey Jr., der das wievielte Mal jetzt in Iron Man auch spielt. Also es ist auch der sechste Film oder so. Sechste oder siebte, oder wenn man nochmal die Cameos oder sowas da mitnimmt, und er hat seine Rolle eben down, ne? Der weiß, wie Tony Stark agiert, der weiß, wie Captain America agiert, und als Zuschauer weiß man vor allem, auch wenn man nur die Filme gesehen hat, okay, ich weiß, wo diese Person herkommt, ich weiß, wie das funktioniert, und ich weiß, was dann da ist, und man versteht ihn, ja? Man versteht die Aktionen, die Handlungen, die da sind, man bevorzugt oder man unterstützt sie nicht, oder wo man sagt, ja, ich finde es genau richtig, dass du es machst, weil das und das und das, egal auf welcher Position man da ist. Aber da gibt es auch ein paar schöne, ruhige Szenen zwischendurch drin, wo es nicht darum geht, dass sich die Leute in die Fresse hauen. Was natürlich sehr häufig noch dann passiert, was auch richtig und wichtig ist, aber auch die ruhigen Momente. Also der Film der dauert knapp 2,5 Stunden und hat dann auch seine Ruhephasen, ne? Gerade zu Beginn gibt es da ein paar echt bedrückende Situationen, ein paar echt langsame Parts sozusagen. Ich weiß nicht, ob einige das dem Film vielleicht ein bisschen negativ dann auslegen können, aber so in Sinnung, nicht nur im Sinne Spannungsaufbau, sondern einfach Stimmungsaufbau, der passieren muss, Motivationsaufbau, wo man weiß, welcher Player landet wie, wo, warum. Das wird gerade im frühen Part bei den Hauptdarstellern zumindest, es gibt ein paar kleine Nebenrollen, die ein bisschen draufgepropft sind, weil man noch Figuren braucht, um den Konflikt ein bisschen auszufüttern, aber das ist fast schon irrelevant in der Hinsicht, was so den zentralen Konflikt zwischen Captain America und Iron Man angeht. Alles gut gemacht, und da auch Props an Robert Downey Jr. und Props an Chris Evans, weil die beide den Film tragen. Chris Evans hat sich ja auch zu einem richtig guten Captain America gemausert, der im ersten Teil schon die Ansätze dann da hatte, und der, also auch einen, dem ich mit am liebsten zuschaue, was da passiert. So, das zu runter, ich will nicht zu viel zur Story an sich sagen, weil ihr braucht eigentlich nur wissen, der Konflikt ist im Mittelpunkt, und das bringt also Avengers, die gegeneinander aufeinander losgehen, aber natürlich auch nicht das Einzige, was innerhalb des Films passiert, dass noch andere Kräfte und Mächte am Werk damit dabei sind. Und wie es aufgelöst, wie es gemacht wird, das erzähle ich kurz am Ende noch was dazu, ohne zu spoilen. Das will ich nämlich nicht. Der Konflikt an sich selbst, wie er dann dargelegt wird, du hast natürlich dann diverse Paarungen, die aneinander rasseln, ne? Du hast dann Captain America im Duell mit Iron Man, du hast dann, ja, mal sehen, ob ohne dass das spoilerisch werden, so zu lassen, weil da sind ein paar Auftritte von Figuren mit dabei, die man jetzt nicht gedacht hätte, da will ich die Überraschung nicht so sehr versemmeln. Im Hintergrund, aber so klar zum Beispiel ist von den Leuten, die auf den Avengers sind, du hast die Scarlet Witch, ja, die eigentlich quasi mitverantwortlich dafür war, dass in Sokovia so viele Leute im zweiten Teil gestorben sind mit ihren Superkräften und Telekinesis und alles, was sie machen kann. Die wird dann in Kontrast gestellt mit, wie heißt nochmal, Vision? Ja, also das hier Jarvis, das Programm von Tony Stark, was ja dann durch den Infinity Stone, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das Zeug, also, wie wisst ihr, im zweiten Teil, dieser Stein dazu gekommen ist, auf einmal ist eine aus dem Programm und dem Weltraumstein ein Wesen entstanden mit Plastikkörper, was quasi so gottheitenmäßig dann quasi alles machen kann. Und ja, ganz lustig übrigens, Paul Bettany, glaube ich, spielt die Figur oder sozusagen das Gesicht zumindest. Ich denke, der müsste komplett CGI sein. Aber es wirkt echt ganz gut gemacht, dass man es nicht immer dann merkt. Du siehst diesen großen Plastikhünen, der mit roten und goldenem Körper dann dasteht, und er trägt einfach mal so standard normale Hemden und Hosen und Sakkos. Es ist also so sehr, sehr schöner Kontrast visuell. Der steht zum Beispiel mit seiner Art, mit dem, auf welcher Position er steht, der natürlich dann auch in Richtung Pro Tony Stark da ist, weil auch, ja, quasi ist er sein Vater, oder natürlich, ne? Also wenn es aus Jarvis dann entstanden ist, wird er ja die Tony Stark-Seite dann belegen, obwohl er auch dann sehr viel Eigengedanken hat, und dadurch, dass er nicht ein klassischer Mensch oder eine menschliche Figur ist, sondern eine Kunstfigur, die in menschlicher Fassung auftritt, auch andere Gedankengänge hat, der wird zum Beispiel mit Scarlet Witch dann in direkten Kontakt gepackt, dass die untereinander Gespräche, Dialogszenen und so weiter haben, wo sich auch dann entsprechend Freundschaften oder Konflikte aufbauen können, ne? Und so werden nach und nach auf vielen Seiten dann so Leute dazugepackt. Zwei, die ich nochmal herausstellen möchte,
möchte, sind zwei Neuerungen, die dazugekommen sind. A, Black Panther. Ich dachte erst Black Cat, als ich den gesehen habe, aber ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht mit Comic-Sachen aus. Aber Black Panther ist einer der, habe ich mich mal reingelesen, kurz danach, der erste schwarze Superheld sozusagen oder im Marvel-Universum oder einer der frühesten, der in den 60er Jahren aufgetaucht ist und ist quasi ja jemand, der einen Anzug trägt, der wohl aus Vibranium ist, also aus dem gleichen Stoff, aus dem Captain America Schild stammt, der eine Maske trägt, die auch dann so, ja, alles schwarz mit so ein bisschen Ohren oben drauf, dass es wie ein Panther aussieht, dass er so herausfahrbare Klauen hat, um sich anzumachen. Und der wird auch in den Konflikt da quasi mit reingeworfen. Ich will nicht sagen, auf welcher Position oder um welche Person es sich handelt dabei, aber mir war der Charakter nicht bekannt vorher, habe den jetzt darüber kennengelernt, mich ein bisschen reingelesen. Ist jemand, der eigentlich ideal in dieses ganze Captain America-Universum reinpasst, weil der schön aufs Gesicht dann draufhaut. Ne? Das ist ein Charakter, der eben richtig gut kämpfen kann und der kriegt einige tolle Kampfszenen mit Captain America, mit dem Winter Soldier, mit allen Leuten, die dann damit zu tun haben, wo es mal richtig abgehen kann. Und der wird gut in den Film eingeführt. Es soll ja auch ein Solo-Film von dieser Figur kommen. Also ich kannte Black Panther vorher nicht. Habe durch den Film kennengelernt, auch sehr gut dargestellt. Chadwick Boseman, glaube ich, ist der Schauspieler, den habe ich auch nicht so sehr auf dem Radar. Der hat früher bei einer Handvoll Filmen mitgespielt und TV-Serien und so weiter, aber der hat für die Rolle, die er porträtiert, also das ist eine Gravitas, ja, den nimmst du auch außerhalb des Kostüms dann gut und richtig wahr und innerhalb des Kostüms geht es dann eben richtig ab. Und ich freue mich drauf, wenn so ein Black Panther-Film dann 2018 oder sowas kommen soll, der wird da richtig reinhauen. Und die andere Figur, die ich rausstelle, und da wissen wir auch alle Bescheid, dass er dabei ist. Aber Spider-Man ist da. Und ich hatte es ganz ehrlich im Laufe des Films vergessen, als ich den angeguckt habe, dass Spider-Man da noch mit drin ist. Also ja, am Anfang, ja, okay, da bin ich mal gespannt, was sie mit Spider-Man machen. Da habe ich mich darauf konzentriert, den Film zu gucken. Und da kommt auf einmal so der Part, okay, jetzt ist es Zeit, dass Spider-Man mit dazukommt. Es ist natürlich mehr eine Art Extended Cameo. Also er hat ordentlich Screentime, da passiert einiges mit ihm. Es ist mehr dafür gedacht, auch dass innerhalb des Filmes, es hätte nicht unbedingt den Spider-Man-Charakter gebraucht für das, was jetzt hier passiert, aber war eine sinnige und coole Addition. Und vor allem auch, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber Marvel hat's drauf, was sowas angeht, Charaktere mit den Schauspielern vernünftig zu kombinieren und die richtige Motivation, die richtige Art da so herauszustellen. Und alles, was die Leute vielleicht an der etwas antiquierten mittlerweile Darstellung von Tobey Maguire oder mit Andrew Garfield in den späteren Spider-Man-Filmen nicht so richtig gefallen hat, obwohl ich eigentlich auch die Andrew Garfield-Sachen vollkommen okay fand. Also ich hatte auch absolut kein Problem, also ja gut, nicht absolut kein Problem, aber ich habe auch durchaus Spaß an dem zweiten Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield ja gehabt, auch wenn der teilweise ein bisschen hanebüchen war, aber da könnt ihr auch den Gedankensprung zu dem dann anschauen. Tom Holland heißt er hier, der Schauspieler von Spider-Man und ist ein Kind. Ja, wie alt ist er? Also wahrscheinlich ist er Mitte 20 in echt, aber innerhalb des Films ist er 14, 15, 16, irgendwie sowas. Und das ist wohl auch Teil des Spider-Man-Mythos. Da kenne ich mich zwar ein bisschen besser aus als das mit den Black Panthers und so sowas. Und die Filme geguckt, da mal die Animationsserie gesehen, aber nie wirklich die Comics richtig gelesen. Man kennt ja den Mythos. Ne? Und erfrischend zu sehen, dass Spider-Man wirklich mal ein nerdy little kid und so weiter ist, ne? Der auf die Highschool geht, der nicht besonders viel Geld hat, der in seiner Freizeit gerne mit Computern experimentiert und richtig technisch versiert ist. Aunt May, dargestellt von Marisa Tomei, eine der heißesten Schauspielerinnen überhaupt in den 80ern und 90ern, hat sich sehr gut gehalten, muss man dann dazu sagen, weil er kriegt auch so ein bisschen da was dazu zu tun. Aber Spider-Man wird in den Konflikt mit reingepackt und man sieht es auch am Teaser, ich kann es ja dann auch schon sagen, also jeder hat den Trailer gesehen, weil mit dabei ist auf der Seite von Iron Man, auf der Seite von Tony Stark, die dann auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man da schon eine Vater-Sohn-Beziehung oder sowas denen andichten möchte, aber es hat so ein bisschen das Gefühl gehabt in den Interaktionsszenen, so als Erziehungsberechtigter, weil ich habe jetzt nichts von Uncle Ben oder so gesehen. Ich glaube dann Aunt May, also Marisa Tomei, ist wohl schon in der Phase da drin, wo, ja, müsste ja eigentlich, genau, ne? Also weil Spider-Man ist da ja schon aktiv, es wird, also das ist nicht die Origin-Story aus dem Jungen, der wird gebissen, da wird Spider-Man, sondern Spider-Man ist schon da und Tony Stark rekrutiert ihn, damit er auf seiner Seite da unterwegs ist. Und eben, das ist das Erfrischende. Man muss nicht nochmal die Origin-Story zeigen. Man kennt es. Onkel Ben ist bereits weg. Das heißt, da ist ein Loch in dem Familienverhältnis, damit Tony Stark da reingleiten kann und quasi an der richtigen Position die richtigen Stellschrauben dreht innerhalb des Filmes, damit Spider-Man dann mit dazukommt. Und was wir bekommen, sind eben ein paar unterhaltsame, wirklich schöne, lustige Spider-Man-Interaktionen, gut geschriebene Gags und Dialoge. Und das ist es hier eben, ne? Spidey ist ja so eine Labertasche.
dass auch in den, gerade speziell in den Kämpfen, der hört einfach nicht auf zu blabbern. Ne? Und es wird auch thematisiert innerhalb der großen Duelle da mit dabei, wo er ist. Ja, sag mal, laber doch immer nicht so viel. Und dann sagst du, tut mir leid, ich habe bisher noch nicht so viel gekämpft. Deshalb, deshalb habe ich zu viel gelabert. Und so, das sind so kleine, lustige Gags auch innerhalb des Filmes. Natürlich muss Spidey mit ein bisschen mehr CGI dargestellt werden, mit dem Herumschwingen und alles, aber und kriegt jetzt nicht die Hand-to-Hand-Combat-Geschichten angedichtet. Das ist eher was für Captain America, das ist was für Bucky, auch der Iron Man kommt dann mit dazu. Wobei ich immer ein bisschen beim Iron Man so dann denken muss, okay, Robert Downey Jr. kriegt das die krassen Hand-to-Hand-Combat-Sachen, die nehme ich ihm nicht so ganz ab. Das Fliegen und so Ballern ist, glaube ich, okay, aber so richtig Hand-to-Hand-Combat bin ich dann eher bei Bucky und bei Captain America und bei Black Panther und so weiter. Also in die Riege kommt Spider-Man nicht rein. Der hat aber eben seine Schwungfähigkeiten, seine enorme Stärke, womit er Sachen dann hin und her packen kann, und das ist wirklich cooles Zeug, was auch richtig gut funktioniert. Zwei weitere Charaktere, deren ich weiß gar nicht, ob die im Promomaterial gezeigt wurden und so weiter, aber die aus älteren Marvel aus älteren Marvel-Filmen und Universen gekommen sind, die treten auch noch dem Konflikt bei, in ziemlich unterhaltsamer Fassung. Ich spoil das mal jetzt nicht. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine, aber unterhaltsam aus einem der letzteren Marvel-Filme ein Charakter dazu gekommen, wo ich den Film noch nicht gesehen habe übrigens. Ja, also ihr wisst wahrscheinlich, über wen ich hier gerade rede, aber kürzlich ein sehr unterhaltsamer, überraschend guter Marvel-Film bei vielen angekommen ist, eine Figur mit dabei, und habe ich Bock gehabt, den Film jetzt zu gucken, weil der auch quasi in die eher lustige, unterhaltsame Spider-Man schien gegangen ist. Und ja, ey, Spider-Man gut eingeführt, und das kann Marvel eben. Ne? Auch ein Charakter, das ist deren Charakter, die wissen, wie sie ihn vernünftig einführen. Und es wird ja ein Spider-Man neuer Film kommen, mit dem ich möchte ihn gucken. Ich glaube, der wird geil. Ich glaube, der wird wirklich richtig gut. Also zumindest so, wie sie es andeutet. Und ich habe eigentlich nichts, worüber ich mich Spider-Man-technisch beschweren würde. Und Black Panther ist eben auch gut eingeführter Charakter. Die wissen, wie man sowas macht, und auch auf den Solo-Film freue ich mich persönlich. Ja, rein vom ganzen Spektakel, was hier dabei ist, ich habe schon erzählt, also das Gute an Civil War ist es eben, dass der Film ist 2,5 Stunden lang, fühlt sich nicht ganz wie 2,5 Stunden an, weil er wirklich unterhaltsam und gut strukturiert ist, hat eben seine langsamen Momente, hat ordentlich viel Action. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für mich so eine super herausstechende Szene habe zwischen den ganzen, so wie bei dem Highway Fight aus Captain America 2, weil da einfach diese Kampfszene zwischen Bucky und Captain America so richtig nochmal herausgestochen ist, aber nicht in der Hinsicht, dass es einfach nicht so spektakulär alles in dem Film war wie bei den älteren, sondern einfach, dass die auf einem ähnlich hohen Niveau die Szene agiert haben. Ob es etwas war, was so CGI-mäßig zusammengekommen ist, wie ein großes Duell eben zwischen den Avengers zusammen, oder ob es irgendwas ist, was wirklich in diese Hand-to-Hand-Combat-Nummer gegangen ist, wo es abgegangen ist. Es gab eigentlich nichts, was wirklich dann herausgestorben ist. Vielleicht ein Shot, der mir immer wieder auffällt, der wurde auch in den Promos gezeigt. Da ist der Iron Man, der Suit auf dem Boden, und Captain America und Bucky hauen ihn von links und rechts auf ihn drauf ein. Der dauert zwar nur 5 Sekunden, aber der sieht für mich so fake und lächerlich aus. Ich weiß es nicht. Das ist aber, glaube ich, auch eine persönliche Sache. Ihr wisst auch, welchen Shot ich meine, wenn ihr den Trailer gesehen habt. Im Hintergrund ein bisschen Licht und so weiter. Und dann von der Seite Bucky und Captain America und Spire und Iron Man macht dann so, oh, und oh, und ich blocke und so weiter ab. Von wegen, ich nehme Tony Stark und Robert Downey Jr. nicht so ganz den Kampfexperten, von wegen so ab. Aber ey, das wollte ich nur mal erwähnen, wenn ich dann schon dabei beim Quatschen bin, wie sowas funktioniert. Es hat gut geklappt und auch schön strukturiert eben. Hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute jetzt erstmal, wenn so dieser Afterglow vorbei ist, weil gerade aktuell überschlagen sich ja auch die positiven Meinungen. Es ist ein Top-Film. Ja, er wird auch in die Top-Riege der Marvel-Filme dann aufsteigen, und ich glaube auch, das ist keiner, wo sich dann nach 2, 3, 4 Monaten und noch längerer Zeit auch das Meinungsbild dann kippt, weil die Russo Brothers, die Regisseure, die eben auch bei Captain America 2 schon dran waren, die haben strukturell ganz gut drauf. Die wissen eben, wann die Kämpfe dann sein müssen, auch das Drehbuch vernünftig geschrieben, in der sich Charaktere neu werden, vernünftig eingeführt, nachvollziehbare Motivation, und vor allem ein gutes und überraschendes und positiver Hinsicht überraschendes Ende. Es hätte wahrscheinlich so, wie manche Geheimnisse aufgelöst werden und wo was hingeht, das hätte mich wahrscheinlich dann nicht überraschen sollen, wenn man genau aufpasst. Denke ich mal, dass einige sagen, ah, ich habe so gleich genau gewusst, dass es so oder so so ist, oder ich kenne mich in den Comics aus. Ich kenne mich eben nicht in den Comics aus, und ich hatte da einige Ideen und Gedanken, wie sowas aussehen kann. Mal kurz das Mailprogramm ausmachen, damit das hier nicht herumklickt nochmal. Das war der Postbote, der gerade geklingelt hat. Ich gehe gleich, ich komme gleich hin. Ja.
Also auch wie der Film dann weitergeht und vor allem in Richtung zu Ende dann hingeht. Ich hatte Grundideen und der Film streut ein paar rote Heringe, wie man so schon sagt, dann aus. Also du denkst, ah, okay, das wird jetzt auf jeden Fall in die Richtung gehen und dann kommen die Figuren zusammen und die kämpfen gegen die. Aber der Film schafft es auch weiterhin dann zu überraschen und weiß vor allem an mit den nachvollziehbaren Motivationen zu arbeiten. Und fast jeder Konflikt ist eben mit Ausnahme von einer Handvoll Charaktere, die einfach draufgepfropft sind, weil sie gerade da sind, weil wir noch Leute brauchen. Aber fast alles ist mit nachvollziehbaren Motivationen ausgestattet und auch in Richtung, wie es zu Ende hingeht, wie der Konflikt ausgeht. Also viele saßen im Kino, bei mir auch und so, dann, holy shit, wow. Also das, so Raunen geht durch das Kino. Raunen, ne? Und das hast du nicht so häufig, gerade auch bei einem Superheldenfilm, zu sagen, au, scheiße, jetzt geht's aber ab, ne? Und auch nicht einfach in der Hinsicht, weil jetzt kommt das größere Monster und die größere Explosion, sondern aus Charaktermotivation aus gesehen, ne? Und der Film endet auch auf einer interessanten Note und auf etwas, wo ich gespannt bin, wo es hingeht. Also das schafft auch nicht jeder Marvel-Film. Also nicht jeder Film und sogar auch nicht jeder Marvel-Film, das vernünftig enden zu lassen. Und ich war eigentlich durchweg positiv unterhalten, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den als den besten Marvel-Film bisher bezeichnen würde, aber es ist auf jeden Fall einer der Top-Filme, die dieses Jahr rauskommen werden. Und hier die Avengers 3, Teil 1 und Teil 2, das wäre Infinity War nachher. Machen das nicht auch die Russo Brothers? Also könntest du ja auch dann ausgehen, aber die müssen sich schon warm anziehen. Wie schon erwähnt, das, was ich maximal dann wegmachen würde, ist, dass es Captain America eigentlich nicht als Titel gebraucht hätte, sondern es könnte auch Avengers 3 heißen, aber dann könntest du alle Filme mittlerweile Avengers nehmen. Zwei Sachen, die ich noch erwähnen will. Zwei Figuren sind nicht mit dabei, Thor und Hulk. Einfach damit man wohl nicht sagen kann, dass ja, das ist doch alle Avengers mit dabei, sondern die haben eine eigene Mission, die wohl im nächsten Thor-Film dann, wo die beiden unterwegs sind, nochmal direkt verdeutlicht wird. Finde ich auch vollkommen gut. Die hätte es auch nicht gebraucht. Jetzt hier Thor und Hulk und die können sich mal auf ihr eigenes Abenteuer sozusagen konzentrieren. Und teilweise, also es ist kein Film, der so auf Wortwitz und Gag, also nicht wie die Joss Whedon Avengers 1 und 2, wo sehr viel eben durch diese kleinen Gag-Sachen mit drin sind, wo der ganz so sehr prävalent ist. Aber es gibt immer noch etliche Stellen, wo lustige, humoristische Dialoge und Zeilen mit dabei sind. Und es gibt ja auch eine Szene, wo einfach dafür gereicht hat, da sind dann Falcon und Bucky sind im Auto, sitzen da zusammen und haben auch einfach so lustige, absurde Miniszenen und so weiter. Die gucken nur aus dem Fenster und geben dann das Gesicht. Und das Kino hat schallend gelacht. Ja? Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was ich meine, aber das sind so kleine Szenen, kleine Ideen und so weiter. Es funktioniert top und tolle Mischung. Wer ansatzweise Interesse an Superheldenfilmen hat, das ist bis jetzt einer der Top-Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und bläst alles, was Batman wie Superman versucht und gemacht hat, aus dem Wasser. Vielleicht das, obwohl visuelles Spektakel auch, ne? Batman wie Superman wirkte vielleicht ein bisschen bombastischer von allem, was visuell dargestellt wurde, aber und der Batman-Film, der da irgendwo noch mit drin steckt, auf den freue ich mich. Ja, den will ich auf jeden Fall gucken, wenn dann Ben Affleck als Batman nochmal unterwegs ist mit dem eigengedrehten, vielleicht sogar eingeschriebenen Film und wie auch immer, wie das gemacht werden soll. Aber das Drumherum hat ja nicht so gepasst. An Captain America 3 oder Captain America Civil War wird man, glaube ich, nicht so viel zu makeln finden und jeder, der ansatzweise Interesse an so Superheldenfilmen hat, der wird seinen Spaß im Kino haben. Ich habe den auf Englisch gesehen übrigens und den 3D. Ah, 3D, will ich nochmal sagen. Also ich weiß nicht, ob es bei mir dann so war, aber dadurch, dass es eben der diese schnelle, ein bisschen Shaky Cam-mäßige Hand-to-Hand-Drauf-Action war, ich fand es für 3D, ich hatte teilweise das Gefühl, dass man dem nicht so perfekt folgen kann. Ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich sogar in 2D bevorzugen, weil gerade diese schnell geschnittenen Szenen und mit den leichten Bewegungen mit dabei, und wenn die Charaktere noch so, also durchrütteln und wuschen durchs Bild und so weiter, da hatte ich das Gefühl, dass das 3D so ein bisschen an dem Limit ist. Der 3D-Faktor war natürlich gut, ja, wie das in die Tiefe gegangen ist, aber dass du eben so viel schnelles und fixes Zeug da hast, dass das Auge gefühlt nicht ganz richtig mitgekommen ist und dann so fast schon einfach so durchs Bild alles so und so weiter gehuscht ist. Wenn ich den nochmal gucken würde, vielleicht mache ich das nochmal, aber ich gucke nicht so viel im Kino zweimal, zumindest auf der Blu-ray, ich würde mir in 2D gefühlt bevorzugt angucken. Das 3D ist nett, aber muss nicht unbedingt sein.
Alright, dann ich wünsche euch noch was. Schaut morgen wieder dabei, denn jeden Sonntag ist ja ab jetzt für vielleicht sogar die nächsten 2 Jahre, wenn alles passt, die Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten angesagt. Und ich werde auch noch mal ein bisschen was dazu machen, aber hauptsächlich wird es ja in der nächsten Zeit hier dann Wochenend-Content geben. Samstag 16 Uhr, Sonntag 16 Uhr und zwischendurch, wenn was passt, dann damit auch. Aber ansonsten könnt ihr euch darauf freuen, denn Greg's RPG Heaven schön bestückt am Wochenende. Ich wünsche euch noch was. Bis dann.